Hallo, hier ist Mila Gamouri und das ist mein Vorstellungsvideo für die Folkwang Universität der Künste. Ich bin 23 Jahre alt, bin bald fertig mit meinem Studium in Multimedia und Kommunikationsmanagement in Düsseldorf. Also wohne ich noch in Düsseldorf und ich kann sagen, Schauspiel ist für mich alles und ich will dem einfach hinterhergehen. Deswegen die Bewerbung. Ich hoffe, Ihnen gefallen meine Videos und man sieht sich in der zweiten Runde. Danke. Der Himmel hat für euch entschieden, Schwester. Gekrönt vom Sieg ist euer glücklich Haupt. Doch seid nun auch edelmütig mit mir, Schwester. Lasst mich nicht schmachvoll liegen. Eure Hand strecke aus. Reicht mir die königlichen Rechte, mich zu erheben von dem tiefen Fall. Soll ich bloß die Worte glücklich stellen, sodass sie euch das Herz ergreifen, aber nicht verletzen? Seht, ihr habt an mir gehandelt, wie nicht recht ist. Denn ich bin eine Königin wie ihr. Und ihr, da Völker heilig Recht in mir verhöhnend, schloss mich in Kerkermauern ein. Diener, Freunde, grausam mir entrissen. Unwürdiger Mangel wurde ich preisgegeben. Doch nichts mehr davon. Nichts mehr. Ewiges Vergessen bedecke, was ich Grausames erlitt. Seht, ich will es eine Schickung nennen. Ihr seid nicht schuldig und ich bin auch nicht schuldig. Ja, ein böser Geist stieg aus dem Abgrund hinauf, um den Hass in unseren Herzen zu entfachen. Doch nun steht keiner mehr zwischen uns. Wir stehen uns gegenüber. Regiert in Frieden. Jedwedem Anspruch auf dies Recht entsag ich. Ihr habt's erreicht. Ich bin nur noch der Schatten der Maria. Nun macht ihr mein Ende, Schwester. Sprecht es aus. Sagt es mir. Sagt, ihr seid frei, Maria. Meine Macht habt ihr gefühlt. Nun lernet auch meinen Edelmut kennen. Ein Wort macht alles ungeschehen, Schwester. Ich warte drauf. Nein, Schwester. Wehe euch, wenn ihr jetzt nicht Segen bringen, wie eine Gottheit von mir scheidet, Schwester. Nicht um alle Länder, die das Meer umfasst, möchte ich vor euch stehen, wie ihr vor mir. Gib mir Ermäßigung. Fahr hin, barmherzige Gelassenheit. Zum Himmel fliehe leidende Geduld. Spreng aus deiner Bande. Tritt hervor aus deiner Hülle lang verhaltener Groll. Der Thron von England ist durch einen Bastard entweiht! Der Briten edelherzig Volk, doch regiert ihr recht, so leget ihr zum Staube jetzt von mir, denn ich bin euer König! Agentur. Entschuldigung, dass ich so reinplatze. Ich glaube, Sie haben mein Klopfen nicht gehört. Naja, hat man Sie informiert, dass ich komme? Ja, super. Sehr gut. Dann bin ich hier. Darf ich mich hinsetzen? Super. Also, soweit ich verstanden habe, ist das ja erstmal nur ein Vorstellungsgespräch. Mrs. Hopefitch hat mir gesagt, sie wollen mich erstmal nur angucken, um zu schauen, ob ich geeignet bin für den Job, ja? Und dieser beginnt erst nächste Woche?
ein Wort gibt? Stimmt das? Naja. Das müssen Sie einfach alles ignorieren. Das ist auch total eklig. Aber ich kann, und das werden Sie mir vielleicht nicht glauben, auch ganz toll aussehen. Das würden Sie mir doch glauben, oder? Auch wenn ich es sage, oder? Naja. Soll ich mal offen abgehen für Sie? Damit Sie einen Gesamteindruck kriegen von mir. Ich meine, manchen Leuten hilft das ja, wenn man so einen Gesamteindruck kriegt. Ich gehe mal für Sie. Entschuldigung, normalerweise rumple ich auch nicht so. Ich habe mir halt wirklich das Knie verletzt und es tut ein bisschen weh. Und mit zwei Absätzen ist es natürlich auch viel besser. Aber das will ich das nächste Mal machen. Aber für heute gilt das nicht, ja? Das würden Sie mir doch glauben, oder? Schauen Sie sich meine Beine an. Ich meine, schauen Sie sich meine Beine nicht an. Ich glaube, ich setze mich wieder. Entschuldigung, Mr. Watkins. Ich glaube, Sie müssen mir heute einfach ganz vieles glauben müssen. Das würden Sie doch tun, oder? Mr. Watkins? Mr. Watkins? Hören Sie mich? Entschuldigung. Oh. Sagen Sie niemandem, dass ich hier war, ja? Danke. Weißt du, ich frage mich manchmal, wie es wäre, wenn ich meiner Leidenschaft hinterhergegangen wäre. Wenn ich nicht Multimedia und Kommunikationsmanagement studiert hätte, wäre ich dann ein anderer Mensch? Also verstehe mich nicht falsch, ich mag mein Studium. Ich habe feste Vorlesungszeiten, meine Freunde, Mensa, kann auch zu Hause wohnen und der BWL-Justus ist ja auch nicht so schlimm. Aber meine Leidenschaft? Ich erinnere mich, wie ich auf der Bühne stehe. Die Scheinwerferlichter auf meiner Haut spüre. Ich könnte singen und tanzen, wie mir lieb ist. Du wusstest, ich wollte Schauspielerin werden. Aber ich tat's ja nicht. Ich ging dem BWL-Studium hinterher. Und 3 Jahre später sitze ich nun hier und begreife etwas. Ich begreife, dass ich nicht allein an dieser Situation beteiligt war. Du hast mich beeinflusst. Du wolltest mir Angst machen. Angst vor finanziellen Schwierigkeiten, sozialem Druck, Überstunden, ständigem Hin- und Herpendeln, blauen Flecken. Und ja, ich gebe dir recht, das sind auch alles berechtigte Punkte gewesen. Danke. Danke, dass du mir das belehrt hast. Ich weiß jetzt, was Sicherheit bedeutet. Aber wieso hast du mich nicht belehrt, dass Sicherheit im Leben nicht alles bedeutet? Weshalb hast du mir nicht gesagt, dass, wenn ich dem nicht hinterhergehe, es mich verfolgen wird, Tag und Nacht? Weshalb hast du nichts gesagt, Mutter? Du, Mutter, hast mich an Weihnachtsmännern und Osterhasen glauben lassen. Deshalb hast du mich nicht an mich selbst glauben lassen. Du wusstest, wie sehr ich in dieser Welt verstrickt war. Wie sehr mich ein normales Leben niemals erfüllen würde. Und trotzdem hast du mich an diese Welt verkauft. Mutter, du hast mich belehrt zu sein wie die anderen. So wie du selbst. Damit ist jetzt Schluss.